Wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste, die auch zum Teil aus der Untersteiermark extra angereist sind, aus Unterkünften in Vogau, aus Ehrenhausen. Herzlich willkommen bei diesem ersten Abend einer fürs erste auf vier Abenden getakteten Reihe, die getragen ist vom August-Eichhorn-Institut für Soziale Arbeit hier in der FH Joanneum und inhaltlich maßgeblich konzipiert worden ist von Selma Jahic, die selbst nicht nur als Helferin im letzten Herbst sehr aktiv war, sondern darüber hinaus auch als Studierende am Institut besonders aktiv am heutigen Abend, aber leider aus persönlichen Gründen verhindert ist. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema am ersten Abend unter dem Motto Fluchtweg EU. Das ist der Übertitel, den die Kolleginnen dieser Reihe gegeben haben, mit dem ersten Thema Migration und Mensch. Andererseits oder zusammenhängend damit Zivilgesellschaft und Ehrenamt. Und wenn man diese beiden Begriffspaare auch so nacheinander liest und zusammendenkt, entstehen, glaube ich, ganz bei vielen von Ihnen, ob aus eigener Anschauung oder aus Medienrezeption heraus, ganz automatisch Bilder unterschiedlichster Art. Sind dies Bilder von Menschen auf der Flucht, von Familien auf der Flucht, die oft wenig mehr bei sich haben als ihre Kleidung, ihre Rucksäcke. Es entstehen Bilder von Menschen, die auf Landstraßen, auf Autobahnen zum Teil unterwegs sind. Es entstehen Bilder von unwirtlichen Orten, Orten, die jetzt wieder Lager heißen, unwirtlichen Orten an Grenzen, deren Namen man erst auszusprechen lernen musste. Röschke zum Beispiel, Keladi Bahnhof oder naheliegender Gentil oder Idomeni, wie aktuellerweise leider zu vermerken ist. Aber es entstehen auch Bilder ganz anderer Art. Wenn wir uns erinnern an all die Bürgerinnen und Bürger, die im letzten halben Jahr aber nach wie vor vielleicht nicht mehr so sichtbar auf den Bahnsteigen von Graz, von Wien, von Salzburg Tage, Nächte lang Tee gekocht haben, Schlafsäcke ausgegeben haben, unmittelbar Hilfe vor Ort geleistet haben. Es entstehen Bilder von Leuten, die mit ihrem Privatauto nach Ungarn, nach Slowenien, ja sogar bis nach Griechenland fahren, um Akuthilfe zu leisten, dort wo Menschen auf der Flucht sind. Und es entstehen Bilder von Menschen, die ihre Freizeit sozusagen opfern, sich beim Team Österreich eingebaut haben oder bei der Caritas und freiwillig Schichten schieben in Orten, die Euro-Shopping heißen oder Schwarzl. Es entstehen Bilder von Menschen, die bei der Caritas in irgendeinem Spendenlager voller Staub stundenlang stehen und Wäsche sortieren, Schuhe aussortieren. Also diese zwei unterschiedlichen Kategorien von Bildern und alles, was dazwischen passiert ist, entstehen zumindest in meinem Kopf. Und ich glaube, dass in diesen wenigen Monaten, die wir erlebt haben, seit Ende August 2015 etwas ganz Besonderes auch in dieser Gesellschaft passiert ist. Und es ist etwas, was Ruth Ziemser, die sich gerade an der WU Wien mit der Beteiligung der österreichischen Zivilgesellschaft an der aktuellen Situation befasst, so etwas nennt wie eine historisch einmalige Situation. Und sie sagt, die Zivilgesellschaft hat enorme Beiträge zur Verhinderung einer humanitären Krise geleistet und damit die Lücke gefüllt, die der Wohlfahrtsstaat gelassen hat. Der Staat im Übrigen, dem Amnesty International General Patzl im Zusammenhang mit Dreiskirchen strukturelles Versagen bescheinigt hat. Letztes Jahr. Diese Studie ist in Vorbereitung, es ist jetzt ein Zwischenbericht gewesen, im Februar soll sie veröffentlicht werden. Sie hat mit sehr vielen Menschen, glaube ich, Interviews geführt, die unmittelbar geholfen haben mit neu entstandenen Initiativen und daraus auch ihre Schlüsse gezogen. Ein letztes vielleicht zur Einleitung. Wir diskutieren dieses Thema Zivilgesellschaft, Migration zu einem, wie ich finde, sehr kritischen Zeitpunkt. Die Balkanroute, über die diese Fluchtbewegung über die letzten Monate möglich, also sicher war sie ja auch nicht, aber wenigstens möglich war, ist sozusagen dicht oder ist verschlossen. Nicht zuletzt aufgrund der Entscheidung der österreichischen Bundesregierung, so etwas wie Obergrenzen für Flüchtlinge,
einzuführen. Ich habe mir heute noch angeschaut, die Polizei schickt jeden Tag so eine Statusmeldung aus, von wie es im Spielfeld gerade aussieht, und heute war dort lapidar zu lesen: In der Erstversorgungsstelle in Spielfeld befinden sich derzeit keine Flüchtlinge. Laut Auskunft der slowenischen Behörden werden für den heutigen Tag keine Flüchtlinge aus Slowenien erwartet. Manch Dudelkalender ist inzwischen leer, diese Kalender, die Sie alle kennen, wo Hilfen von Rotkreuz oder von Caritas organisiert worden sind. Und so heißt es zumindest, was ich nicht glaube, letztlich die Stimmung in der Bevölkerung sei so etwas wie umgeschlagen. Also ein kritischer Moment, in dem wir diese Veranstaltung auch gebaut haben. Auch vielleicht noch etwas, wo so ein seltsamer Gleichklang entsteht, wenn wir uns erinnern an diese ersten Tage an den Bahnhöfen im September letzten Jahres. Das Winken auf den Bahnsteigen als Willkommensgruß sozusagen für Leute, die aus dem Krieg zu uns kommen, ist in seltsamer Weise dieses Bild des Winkens mutiert zu einem Satz, der jetzt offiziell Regierungslinie ist und der da heißt, es wäre jetzt sozusagen das Ende des staatlichen Durchwinkens verkündet. Also ich finde, es ist ein besonderer Dreh, der auch diesem schönen Bild des Winkens da gegeben wird. Dabei, denke ich mal, steht unsere Gesellschaft vor ganz besonderen neuen Herausforderungen. Vor Herausforderungen, die auch über die unmittelbare Not- und Akuthilfe hinausgehen und solche, die, wie ich meine, eigentlich auch nur aus der Zivilgesellschaft heraus zu bewältigen sind. Das sind wirklich schwierige Aufgaben, und eine ganze Reihe von Initiativen im Land, von denen wir einige heute auch am Podium begrüßen werden dürfen, versuchen auch bereits Antworten auf diese neuen Herausforderungen zu finden. Also wie es gelingen kann, dass die Menschen, die hier angekommen sind, auch wirklich, wirklich ankommen können. Um diese Initiativen, um dieses Engagement soll es heute gehen. Unter welchen Bedingungen tun diese Leute das? Wie kann man diese Bedingungen allenfalls verbessern? Wie kann man das Zusammenspiel zwischen Staat und Zivilgesellschaft so gestalten, um die aktuellen Migrationsherausforderungen vielleicht auch besser in den Griff zu bekommen? Darüber werden wir unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern einiger dieser Initiativen diskutieren. Und ich habe gesehen, viele andere sehr engagierte Helferinnen und Vertreterinnen von Initiativen sind auch im Publikum. Also ich hoffe auch, dass wir da sehr schnell ein Gespräch auch vom Podium raus zu Ihnen führen werden können. Aber konkret, was erwartet Sie heute Abend? Es wird dann zuerst einen kleinen Auftakt geben in Form eines kurzen Filmes, der jetzt gleich zu sehen sein wird. Im Anschluss daran wird uns Klaus Bosch, den ich dann nachher, obwohl ich es nicht müsste, kurz vorstellen werde, einen Impulsvortrag zum Thema Zivilgesellschaft und Ehrenamt halten, der so ein bisschen aus der Sicht der Wissenschaft bzw. der langjährig informierten Praxis heraus dieses Thema aufgreifen wird. Danach wird es eine, wie ich schon sehr gespannt bin, eine überraschende kleine musikalische Intervention geben von zwei besonderen Gästen, die wir begrüßen werden, um schließlich dann eben diese Podiumsdiskussion mit Ihnen gemeinsam hier durchzuführen. Im Anschluss daran, das darf ich auch gleich ankündigen, wird es ein kleines orientalisches Buffet, das zu trinken geben. Und ein letzter Hinweis, bevor es jetzt auch wirklich losgeht, es sind hier auch kleine Spendenboxen aufgestellt, und nachdem das Buffet auch sozusagen gratis unter Anführungszeichen ist, bitten wir darum, vielleicht, ob Sie da was auch sozusagen beitragen könnten. Das Geld kommt direkt Initiativen im Rahmen der Flüchtendenhilfe zu. So, ganz schön lang geraten für eine Einleitung. Ich denke, wir starten, wenn die Kolleginnen da oben fertig sind, auch vielleicht mit dem Film. Es ist ein Film, zu dem ich ganz kurz sagen darf, er ist gemacht worden von Studierenden des Studiengangs Informationsdesign. Im Wesentlichen, glaube ich, sind es Interviews, die am Schwarzl-Gelände, das, wie wir wissen, ja inzwischen geleert, unter Anführungszeichen, ist, gedreht wurde. Und ich bitte im Sinn der Diagonale um eine gute Projektion.